haben die Investorinnen und Investoren, wir haben die Bauunternehmer, wir haben die Baubranche, Wohnungsimmobilien beispielsweise, wir haben aber auch die kommunale Ebene hier. Das sind all die Player, die Akteurinnen und Akteure, die miteinander jetzt auch die Vernetzung vornehmen müssen. Sehr beeindruckend aus, schön gestaltete Stände, sehr vielfältig. Und dann natürlich, als es losging, war das gleich mit einem Paukenschlag, gerade mit dem ersten Auftritt auf der großen Bühne von Zemplöger. Das war gut. Wirtschaft, Ideen, Haltung, Nachhaltigkeit. Das sind vier Punkte, die wir kombinieren müssen. Und wo kann man das besser als auf einer Messe? Mutig, kontrovers, nah dran, das wird hier auch wirklich gelebt. Man könnte es auch Klassentreffen nennen, so ein Stück weit, ne? Also es ist schon ein toller Platz, um sich zu vernetzen. Wir sind total begeistert, was hier abgeht. Also es ist unbegreiflich für uns, der Traffic, der hier ist. Man versäumt etwas ganz Wesentliches für die eigenen Perspektiven, für den eigenen Blick auch, wenn man hier nicht ist. Die Real Estate Arena hat unglaublich viel Potenzial für die nächsten Jahre. Ich glaube, das wächst noch richtig. 4.850 Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland sind in den letzten Tagen hier auf der Real Estate Arena gewesen. Das Team der Real Estate Arena freut sich auf Sie am 5. und 6. Juni 2024. Wir sehen uns.